Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, weiter, ne? Im Abenteuermodus, würde ich sagen. Gerd. Gut, wer ist denn hier? Wir wechseln mal mehr den Charakter hier, weil können nicht immer noch Marv spielen, ne? Marsu. Wir haben halt nicht so eine gute Auswahl von Charakteren bisher. Das nervt mich ein bisschen. Mario. Gut. Dann gucken wir mal unsere Geister an. Wir haben mal wieder Zeug zum Füttern, ne? Also. Wie tue ich füttern? Wie tut einer füttern? Was ist denn rufen? Bereit zum Rufen. Ah, oh, Hector aus Fire Emblem. 7. Eine Hauptcharakter, cool. Mach beim Smash aufladen, katapultiere resistenter. Okay. Ja, warte mal. Wieso sollte ich jemanden entlassen? Hier sendest du Geister zurück in ihre eigene Welt. Als Belohnung erhältst du Geisterschips und Geisterpunkte. Ja, da muss ich halt wieder sammeln, ne? Steht hier das Problem? Ich hoffe, ich kann keine Doppelten kriegen, ne? Warum sollte ich jemals einen Geist entlassen, hallo? Ich glaube, ich sollte mir halt aufsparen für Charaktere, die auf Level 99 hochleveln, ne? Oder die Klasse wechseln. Alles klar, Topman. Oh, mit Mario gegen Mega Man. Dann zeig mal. Warte, so kannst Topman. Ist das ein Beyblade Man? Kreiselmann. Sind noch 4 Stück kommen. Aber ich sehe gerade das. Alter, Alter, ich kann mich auch drehen hier. Alter, was ist das? Auf damit. Oh, Junge. Vor einige. Alter, ich kann hier nichts machen. Auf damit. Dreh ich woanders hin. Haben die gar nicht so viel AP. Ja, ich kann ja auch drehen. Boah, ist ja wohl nervig aller Zeiten. Boah. Denkt sich diese ganzen Dinger aus, ey. Dieses Königbuch, das sieht aber ganz schön gruselig aus. Sieht gar nicht aus, als wäre aus Mario, sieht aus, als wäre aus irgendeinem Horrorfilm oder so. So, Pistenhondo, der ist aus Punch-Out. Auch so aus Smash. Reduziert die KP des Gegners aus 0. Der Gegensatz auf Smash angefallen. Riesenverwandlung für Gegner. Super. Riesen Little Mac. Big Little Mac. Dun, 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 dun. Oh Gott. Okay, wenn er nur das einsetzt, dann ist er leicht durchschaubar. Greifen, das ist erlaubt im Boxen, ne? Die Sachen, die einige Leute in Punch-Out machen, also das ist auf jeden Fall krass. Also Leute tun irgendwie Sachen nach einem werfen oder so. Ja, der hat da direkt eingesetzt. Was mache ich eigentlich hier? Hier ist ich. Okay. Komm her. Du hast 0,3 KP, ich wollte schon sagen. Ich habe gewonnen. Was? Ah, der liest Sailor Moon Comics. Keine Ahnung, wenn man eine Runde beendet, dann gehen die alle in ihren Ecken zurück. Und ja,
irgendjemand hat herausgefunden, dass der Typ liest ein Buch, wenn seine Runde vorbei ist, und der liest dann irgendwie ein Sailor Moon Manga. Okay, Korknar und setzt oft sein Spezial oben ein. Gegner sind zwei Angriffskraft, dann sind aber zwei Stück. Stärke Beinangriff für Gegner. Der Gegner jagt nach Items, massenweise Gegner. Fußball sollte nicht so schwer sein, ne? Ist ja Bewohner, merke ich gerade. Wir sehen anders aus in seinen alternativen Club. Hallo. Wer seid ihr denn? Ihr seid ja putzig. Ich bin auch Fußballer, ne? Mario Soccer oder was weiß ich, wie die Dinge heißen. Auch. Tschüss. Was ist das? Wir müssen die nur so ein bisschen treffen und die fliegen schon raus, ey. Was ist das? Ha! Habt ihr den gesehen? Boom. Ich habe ihn reingegrätscht. Ja, das ist erlaubt im Fußball, ne? Check Schuss-Item, es wird die Munition. Deren Munition. Ich habe gesehen, da links war ein Charakter, da oben, ja. Ich mal ganz kurz gucken. 20, perfekto. Boom. Ja, von Transformation. Beim hohen Schadenswert kurzzeitig Angriffskraft. Wäre da auch nicht schlecht. So, Roy Campbell. Ich nehme an von Metal Gear Solid. Kampfverlauf, erhöhte Abwehr für Gegner. Kampfverlauf, erhöhte Angriffskraft für Gegner. Mal schauen, aber wir kämpfen auf Dingens hier, so wie es aussieht. Ich weiß nicht mehr, wie die Level heißt. Also verdammt schwer rauszufliegen. Also, oh, Mine. Mine. Irgendwie wird nicht gezündet. Ah, er muss sie selber zünden, okay. Hauptsache, der heilt sich nicht oder irgend so ein Dreck. Ich hol ihn. Übrigens, Mario hat genickt. Bist du eigentlich irre? Vielleicht sehen. Ich habe gerade noch gesehen, da ist eine Mine am Liegen. Ja, als ob ich noch weiß, was Snake alles kann. Hallo? So lange Test. Was ist das? Ma! Das ist selber in die Luft gejagt. Ja, sag ich doch, ist sehr schwer hier jemanden rauszuhauen. Was hat der eingesammelt? So, komm. Boah. Roy Campbell, mit seitlichen Spiegel der Steuerung. Was? Okay. Sehr situationsbedingt. Mag ich nicht. Komm schon, gib mir was Besseres. Schon der dritte Roy in diesem Spiel. Der Cooperling heißt Roy. Roy aus Fire Emblem und dann, ich komme nicht vorbei. Der Saunkämpfer. Jeff. Ja, 4 Sterne habe ich gesehen. Modell X. Der Gegner setzt auf Smash-Angriff ein. Oh Gott, 4 Stück. 3 Stück. Ne, 4. Modell X, warum sieht er nicht aus wie aus Mega Man X? Das ist keine Mega Man Stage, Leute. Das schaffe ich doch, oder? Setzen oft ihre Dingens ein. Ihre Up Smash.
Ich habe drei auf einmal weggehauen, sehr gut. Dreck. So, flieg raus, Mann. Versteht das? Denkt sich so, was mache ich jetzt? Der ist irgendwie so gut wie nie irgendwie den sein Wasserdingen ein. Das mal das Schwert auf dem Boden. Also das Schwert mal wegpacken. Danke. Tschüss. Auf Level 99 Evolution möglich. Ah, tut er sich dann Mega Man X verwandeln? Das wollen wir doch jetzt mal herausfinden. Oh, da oben wird freigeschaltet. Herz. Aber wir sind schon ganz schön nah. In der Mitte, das nehme ich mal an unser Ziel, ne? So. Muss Mega Man X. Oder Modelle X. Boom. Oh, zeig. Evolierbar. Was? Doch. Nee, das ist nicht Mega Man X. Das ist Zero. L66 Wandlungsdauer. Das kann man ja mal machen, wenn man zum Verwandeln hat. Warum lebe ich den eigentlich auf? Irgendwie den sein Spezialding ist nicht so gut. Wie das vom König Buu. Monita. Schwerer Schaden für alle. Also auch für den Gegner. Perfekt. Mehr kann man sich doch nicht wünschen, ne? Was Mario klein? What? Was war das denn? Cool. Das war eine Menge Schaden. That's a lot of damage. How about a little more? Damit haben wir ja. Wie für Trainerin? Yeah. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Alles klar. Und ich spiele mal direkt. Hallo. Wie für Trainerin? Dann haben wir sie auch als Dings freigeschaltet, ne? Also als im klassischen Modus und also was. Alter. Alles klar, einatmen. Dabei konnte ich ja eigentlich zurückschleudern, ne? Könnte man ja mal machen. Und hier in das Ding auf einmal, ja. Boom. Nein. Als ob ich die Knarre. Was machst du jetzt? Ich bin Scharfschütze, pass auf. Deswegen werfe ich mein Ding genau weg. Gerade und strecke das Gesäß nicht heraus. Ich strecke mein Gesäß raus, okay. Ich tue zu viel rum, aber albern habe ich so Gefühl. Aua. Ah. Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Das gibt's doch einfach nicht, verreckt doch mal. Na! No! Und sobald ich mich zu ihr hinbewege, fällt ihr Ding ab. Was du da? Blick raus. Boah, genau wenn ich die... Ja, die können doch nicht immer so gut ihre Dinge abtimen. Habt ihr das schon wieder gesehen? Wäre nicht witzig, wenn sie jetzt auch ihr... Was?
Oh, du willst mich. Die ist meiner Ultimate mit einem Ausweich. Mit Ausweichen in der Luft ausgewichen, ey. Wie kitten das? Boah, das ist doch ja voll. Ist auch voll broken. Aber wir können ja jedes Mal ausweichen, ich verstehe nicht. Was ist das? Mich. Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Nein. Wie, du hast das eingesammelt? Ja, platziert, verdammt. In die Fresse. Oh, Reißball. Boom. Boom. Alles klar. Meine Güte. Die Wiefe-Trainerin kämpft nun mit. Oh, guckt sich das mal einer an. So viele Lerndinger. Cool. Wissensbaum. 15, 9. Dann gucken wir mal bei Kämpfer und nehmen die Wifi Trainerin. Natürlich nehmen wir die Wifi Trainerin. Hallo. Spiele ich eigentlich richtig, relativ gerne. Also perfekt zum Trollen irgendwie. Da ist noch ein Gegner, noch ein Geist. Da ist eine grüne Röhre. Ich will mal da hingehen. Bus. Was? Guck ich mal an. Minifliege, Smash auf Zeit. Sieg innerhalb des Zeitlimits. Alles klar. Mit den besten Kämpfer der Welt. Also. Guck sich mal an, wie ein kleiner Ding ist. Oh, was? Was? Ich treffe den überhaupt nicht. Was zum? Was war das denn? Schon nach der 30%. Ey, da bist du ja richtig klein. Was war das denn? Oh. Na, wo komme ich hier hin? Nein. Du besser. Aha. Ja, leck mich, Meisterhand. Ich komm trotzdem hier rein. Was ist hier drin, aber? Wo bin ich? Wow, ich bin sehr weit von allen entfernt. Ich komme nicht durch. Geil. Dun, dun, dun. Alles klar. Das ist eine Schatztruhe und da oben ist ein Kämpfer. Lass mal da hingehen. Mario Tennis, ey, der hat 3 Sterne. Lass mal. Ach, da komme ich gar nicht hin. Boah. Soren, er ist aus Fire Emblem 10. Der Gegner setzt auf Spezialtechniken ein. Stärkere Magie und Psi-Angriffe für alle. Der Typ ist irgendwie Ike's Stratege. Und ein Windmagier. Klassifiziert jeder. Und da ist auch Ike. Nee, gar nicht wahr, der kommt nicht aus Radiant Dawn, der kommt aus Path of Radiance. Aber kommt auch in Radiant Dawn vor, was ja eine Fortsetzung ist. Boah, Ike. Hab ich gefangen, hast du halt gesehen? Der hat eine andere Stimme jetzt, der Ike. Jüngere Stimme.
Ha. So. Wir haben schon wieder zwei Gegner hier, ne? Der tut mich irgendwie voll ablenken. Einer von denen rennt die ganze Zeit weg, einer geht die ganze Zeit auf mich los. Wahrscheinlich der, den ich erledigen muss. Ja. So, jetzt nur du, komm her. Ah, meines ist stärker. Exa. Was ist das? Ich habe dein Buch aufgefangen. Ah, Beinstrecken. Cool. Magieangriffe. Für Zelda und Darain. Robin. Robin, warum heißt der Darain? Der ist nur in diesem Spiel Darain, das verstehe ich nicht. Warum? Der ist in der deutschen Version von Fire Emblem Awakening auch Robin. Was soll das? Methusa, ein Kampfverlauf der Spielbildschirm steht plötzlich Kopf. Okay. Kein Problem. Lass mich einfach ein paar Atemübungen machen, dann geht das schon. Ich glaube, das Ding ist irgendwie aus Zelda, ne? Diese Eule, ja. Deswegen kämpfe ich auch gegen kleinen Link. Aua, junger Link meine ich. Macht dieses Ding überhaupt noch mal? Und er kämpft natürlich wieder, als wäre nichts falsch, ne? Glück. Ich bin eigentlich nur ausgewichen, ich habe das nicht eingesammelt, aber okay. Sonnengruß. Ja, wie heißen eure Attacken? Rasengan oder so? Ne, ich habe Sonnengruß. Der hat noch die Kette. Boah, was mache ich hier schon wieder? Na gut. Ich weiß, dass, boah, ich krieg das nicht mehr hin. Ich weiß, dass mich dieser Angriff heilt ein bisschen, aber ein bisschen. Ich habe nur 31% im Moment. Aber trotzdem, oh Gott, das ist vielleicht nicht so gut mit einem ändernden Screen. So, ich glaube, ich nehme auch weniger Schaden und mache mehr Schaden, wenn ich das mache, ne? Bin ich mir so sicher. Betreibt Nebel auf der Stage. Ja, alles klar, uninteressant. Ich glaube, für einige Gegner, gegen die ich kämpfe, gegen stärkere, muss ich mir echt irgendwie so einige Sachen hier so umändern, hier so einige Geister. Ja, bestimmte Geister hier ausrüsten, habe ich so ein Gefühl. Duster. Nehmen wir den Namen, schwert Sicht auf der ganzen Stage. Stärkere Beinangriffe für Gegner. Wie stark ist dieser Nebel? Lass mal sehen, er kann doch nicht so stark sein. Oh. Wir sehen noch die Kämpfer und da ist das, was zählt, ne? Mal gucke ich mal die Proportion von der wie, oh Gott, von der wie für Trainerin. Oh, sehr gut. Der Tutanten. Oh, ich tue mich dadurch auch heilen. Ey, da ist er voll broken. War schon immer so. Ich bin halt fit, ne? Also stimmt, tut sich ja ein bisschen. Ja, blind schaffe ich das natürlich, ist klar. Man hört einfach nur so ein Pfeifen, ne? Nein. Bin ich.
Boah. Nein, das gibt's doch einfach nicht. Ra. Boom. Mit der Pose. Mit der Pose, das Pferd, was weiß ich. Muss mal irgendwie an ein Pferd denken, aus irgendeinem Grund, wenn die diese Pose mal, diese Standardpose, sie ihr Bein irgendwie so hebt. Weiß nicht wieso. Boom, was ist hier drin? Kommt von Lerndinger, jawohl. Wissensbaum, gib mir Wissen. Stellt all deine Meteor-Smash-Angriffe leicht. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Verstärkt all deine Spezialtechniken. Vielleicht soll ich doch lieber da untergehen. Lässt sich den Ultra-Smash stets doppelt ausführen, was? Ich glaube, ich gehe doch hier lang. Verdammt. Dreck. Schon wieder ein paar Punkte verballert hier. Ich meine, alle Meteor-Smash verstärken, das ist auch nicht schlecht, ne? So, Ninja-Turm. Gegner reflektiert Geschosse um Verwundbarkeit für Gegner. Ausdauer-Smash Realität. Was? Wie soll ich denn den dann erledigen? Unverwundbarkeit für Gegner, was? Also ich muss den irgendwie aus der Level hier raushauen. Boah. Ich kann ihn nicht mal greifen oder irgendwie sowas. Okay, Ninja Turm ist ja auch gegen eine Sache immer nur. Okay. Ist doch nicht so unverwundbar wie gedacht, ne? Was? Was habe ich jetzt so Besonderes gemacht? Ich bin auf den draufgesprungen, auf den seinen Kopf, also. Was war das? So, hier, das sieht noch Leiter, alles klar. Der Gegner jagt nach Items, alles klar. Da kriegen wir auch noch schnell hin, komm. Tut it. Au. Was ist das? Boom. Alles klar, ein Schwert. Boah, kannst du mal. Ah, ich habe dazu eingesammelt. Was machst du jetzt? Sonnengruß. Was? Jawohl. Ja toll, wenn ich das sehe, dann kriege ich das nicht hin. Mein Gott, ey. Warum kriege ich das so jetzt nicht hin? Und der macht mich fertig, ey, dieser Pisser. Was ist das? Wir haben einen Schildkrötenpanzer auf dich, was machst du jetzt? Gut. Hat auch erledigt. Wieder ein neues, was weiß ich, was das sein soll, freigeschaltet. Du kannst nun deine erste Verkundung in die Ruinen schicken. Cool. So, irgendwie haben irgendjemand mit einem Level, das auch hochgelevelt werden kann. Wird ich nicht letztens erst irgendwo hingeschickt? Mini Fliege. Ja, dann mal los, Abmarsch, viel Spaß, ihr Geisterchen. Nur 2 Stunden. Die Fliege führt an. Los, folgt mir. Ja, da ist noch ein Kämpfer, Dreck. Aber ich will leider jetzt hier rausgehen und gucken, ob ich wieder irgendjemand freigeschaltet habe. Bestimmt, ne? Komm. Yep. Wer ist das? Pit oder Dark Pit? Ich meine Pit. Ja, Pit.
Habt ihr gesehen, wie ich mich da geduckt habe? So. Ja, du wirst mir auf den Nerven gehen, oder? Da wolltest du meinen Dings kontern? Ja, kann sein, dass die schwieriger werden, je mehr Charaktere ich freigeschaltet habe. Irgendwie sieht das nämlich fast so aus. So. Ja, ich glaube, den schaffe ich sogar nicht. Der haut doch irgendwann. Ich wusste es. Der haut das sofort weg. Der haut sofort meine Dinger ja weg, ey. Sehr gut. Ah, schön. Pit kämpft nun mit. Pit kämpft nun mit. Und zu dreimal Geistererkundung. Cool. Wir haben 10 Kämpfe bestritten. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr als 10 Kämpfe bestritten. Aber okay. So, Shop. So, warte mal, Ami-Kleidung, Nia-Outfit. Sagt mir nichts. Mi-Kleidung, Saki Amamiya-Outfit. Sagt mir auch nichts. Rainbow Road, Mario. Gib noch 2600 G im Job aus, damit mehr Artikel erscheinen. Alles klar. Sup, Guys, Sid. Er ist aus Platoon, glaube ich. Cool. Also ist klar, dann würde ich sagen, Ende Partie. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder im klassischen Modus, ne? Hoffe, euch hat der Bug gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Kommentar oder was war das andere nochmal? Like, Abo oder Kommentar, ne? Ja. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.